Hier geht es jetzt weiter mit OpenLayers. Und zwar diesmal wird das Urgestein OpenLayers mit einer relativ neuen Entwicklungsrichtung verheiratet, und zwar React. Und dazu haben wir zwei Leute auf der Bühne, und zwar Daniel Goch und Marc Janssen. Viel Spaß. Super, vielen Dank. Ich begrüße Sie recht herzlich zur letzten Session der diesjährigen FOSGIS. Mein Name ist Daniel Koch, zu meiner Linken mein Vorgesetzter Marc Janssen. Und wir zwei wollen Ihnen heute ein relativ neues Projekt vorstellen, was in unserer Firma entstanden ist, namens React Geo. Hier sehen Sie das Logo, merken Sie sich das. Nächstes Jahr wird es auf jedem zweiten Vortrag wahrscheinlich erscheinen. Vortrag heißt React meets OpenLayers, Vorstellung und Beispiel React Geo. Kurze Gliederung, wir erzählen ganz kurz was über uns zwei zur Firma, erzählen dann was kurz zu React und OpenLayers. Wahrscheinlich wissen Sie das schon alles. Sagen dann kurz, was React Geo überhaupt ist, was so die Kernpunkte sind der Funktionalität, und wollen natürlich auch nicht so ganz trocken die FOSGIS abschließen, sondern auch ein paar Beispiele zeigen, interaktiv, und am Schluss noch einen kurzen Ausblick geben, was jetzt in den kommenden Monaten, in der kommenden Zeit an React Geo passieren wird. Ja, mein Name ist Daniel Koch. Es ist für mich ganz schön, ich glaube, der Till hatte das gerade auch schon im Prinzip so seinen Talk zu begonnen. Vor ein paar Jahren saß ich noch genau auf der Seite. Ich habe nämlich auch hier in dem Institut studiert, und jetzt ganz schön für mich mal auf der großen Bühne zu stehen. Ich bin Lead Developer bei der Firma Terrestis hier aus Bonn und unter anderem Kernentwickler in dem Projekt React Geo, was wir vorstellen, auch in anderen Projekten, zum Beispiel Chugun, und bin Sprecher auf diversen Konferenzen und Trainer für verschiedene OS Geo und FOSS Projekte. Ja, mein Name ist Marc, ich bin dein Vorgesetzter und Geschäftsführer bei Terrestris, außerdem auch Kernentwickler von OpenLayers und GeoExt. Ich habe mal ein Buch geschrieben, auch ich bin auf Konferenzen gerne tätig, als entweder jetzt einen Talk halten oder halt auch gerne Workshops zu all den Themen, die wir so machen. Außerdem bin ich OS Geo Foundation Charter Member. Uns beide entsendet die Firma Terrestris nach hier. Wir sind direkt hier aus Bonn und werden wahrscheinlich mit die Letzten sein, die ihren Stand abbauen. Das heißt, kommen Sie da gerne vorbei jederzeit, um uns irgendwas zu fragen, auch gerne, wenn die FOSGIS vorbei ist. Wir helfen all unseren Kunden halt, ihre GIS-Fragestellungen so anzugehen, wie man das machen sollte, um nachhaltige Lösungen zu entwickeln, auf denen man lange Jahre Spaß haben kann. Und da wir das so gerne tun, kann man Sie auch nur bitten, Teil des Teams zu werden. Also wenn Sie irgendwie Interesse haben, eine Abschlussarbeit zu schreiben oder andere Fähigkeiten mitbringen, die uns helfen können, für die Kunden das Beste zu liefern, sprechen Sie uns einfach an, wie gesagt, jetzt oder später. Wir suchen immer Menschen. React und OpenLayers. Ganz kurz stellen wir jetzt die Basisbibliotheken vor, die wir hier verheiraten wollen. Einige davon werden Sie bereits kennen. Zunächst zu React. React ist a JavaScript Library for Building User Interfaces. Was man als allererstes damit verbindet, ist die Firma Facebook. React ist eine, also die haben das erzeugt sozusagen, es ist mittlerweile komplette Open Source unter MIT-Lizenz. Bereits seit 2013 existiert dieses Projekt. Aktuellste Version ist die Version 16. Ein sehr umtriebiges Projekt, welches sehr, sehr große Beliebtheit hat unter den JavaScript-Entwicklern. Ich will nicht sagen, es ist das Beliebteste, ist aber auf jeden Fall ganz vorne dabei. Menschen, die heutzutage auf Angular, React oder, let's say, Vue setzen, das sind so die bekannten Namen, und React ist halt eins von den ganz bekannten und berühmten Bibliotheken, um Oberflächen zu bauen. Es gibt so ein paar Sachen, die ganz interessant sind. Das ist deklarativ und komponentenbasiert, das heißt Komponente, Komponente, Komponente. Das führt dazu, dass Sie halt einzelne Elemente sehr schön wieder zusammenstecken können und letztlich mehr, wenn Sie Ihre Fragestellungen aufteilen in möglichst kleine Teile und die aber immer schön miteinander kombinieren können, haben Sie eigentlich die höchstmögliche Flexibilität. Sie haben immer kleine Dinge, die Sie letztlich betrachten und entwickeln und testen können. Ein sehr schöner Ansatz, den die dort machen. OpenLayers ist eine High-Performance Feature Pack Library for all your mapping needs. War jetzt auch im Talk vorher schon bereits genannt, ist, glaube ich, auch eingeführt worden als Urgestein. Es ist ein bereits sehr altes OS-Geo-Projekt, was sich immer wieder neu erfunden hat, und die neueste Version ist die 4.6.5. Bald kommt vielleicht irgendwann die Version 5. Da sind wir also in den letzten Zügen, wenn man so möchte. Sehr aktiv entwickelt, unglaublich viele Funktionalitäten, die dort drin sind, und man kann dort Cutting-Edge-Applikationen mitbauen, die einen GIS-Fokus haben. Sehr flexibel und gleichzeitig hochgradig stabil. Und natürlich auch Open Source. Kommen wir zu React Geo. Was ist React Geo, Daniel?
React Geo is a set of geo-related modules to use in combination with React, ANT Design and Open Layers. Im Grunde ist React Geo erst einmal nur eine Bibliothek bzw. eine Sammlung von einzelnen Komponenten, die im Prinzip dieses Konzept von React versucht zu implementieren für Geo-Komponenten. Das heißt, ich habe viele kleine Komponenten, also einen Upload-Button oder diverse Slider, die man gleich noch sehen kann in Examples, die im Prinzip das User-Interface von oder die Typen oder die Art und Weise, wie React UI-Komponenten verwaltet, benutzt und im Prinzip kombinierbar macht mit einer Open Layers-Karte, einer Open Layers-Map. Es gibt also verschiedenste Komponenten. Es gibt darüber hinaus noch diverse Utility-Methoden, Utility-Klassen. Da kommt später im Ausblick noch ein bisschen was zu, mit denen ich unabhängig von React mit Open Layers-Methoden oder Open Layers-Objekten arbeiten kann. Also zum Beispiel gibt es eine WFS-Transaction-Utility-Methode, mit der ich Transaktionen gegen einen Kartenserver ausführen kann. Und wir haben integriert sogenannte High-Order-Components, HOCs. Das ist auch wieder so ein eine Spezialkomponente, ein Spezialtyp einer Komponente von React. Das sind, man kann sich das vorstellen wie Wrapper-Komponenten. Das heißt, man dekoriert bestehende Komponenten mit bestimmten Funktionalitäten. Wir haben das zum Beispiel genutzt, wir haben eine High-Order-Component zur Verfügung, mit der ich eine x-beliebige andere React-Komponente schlichtweg mit einer Open-Layers-Karte dekorieren kann. Das heißt, ich habe irgendwo eine einfache Komponente, zum Beispiel einen Button. Ich kann die einfach enhancen mit so einer High-Order-Component, die bei uns Mapify heißt, und ich kann dann später im Prinzip innerhalb dieses Buttons kann ich einfach auf diese Map zugreifen, was dann meinetwegen die Karte ist oder eine Karte ist, die ich gerade meine Applikation benutze. Wir sind kompatibel mit den aktuell höchsten oder spätesten Versionen von Open Layers, React und ANT. ANT, sei noch ein Satz dazu gesagt, ist im Prinzip auch eine React-Sammlung von UI-Komponenten, die allerdings überhaupt gar keinen Geo-Bezug hat. Aber die bieten uns im Prinzip Komponenten, Slider, Trees etc., auf die wir dann selbst aufbauen können in dieser Bibliothek oder auch Applikationen, die auf dieser Bibliothek aufsetzen, damit man im Prinzip nicht auch diese einfachen UI-Komponenten selber schreiben muss. Wir sind, wie gesagt, jeweils mit den spätesten Versionen kompatibel. React Geo ist noch sehr, sehr, sehr jung. Also wir haben angefangen mit den Überlegungen schon ein bisschen, also schon länger als September 2017, aber die Entwicklung ist im Grunde seit Ende letzten Jahres erst. Wir sind aber schon bei der Version 5.6.2. Das hat damit zu tun, dass wir auch ein Semantic Versioning betreiben. Das heißt, sobald es irgendwelche API-Changes gibt, erhöhen wir im Prinzip die Major-Version. Und gerade am Anfang waren da doch relativ viele API-Changes, deshalb wir einfach jetzt schon bei der Version 5 sind. Wir releasen aber relativ häufig. Genau. Und das komplette Projekt steht unter einer BSD-Lizenz. Und wir sind nicht, das hatte der Marc auch gerade schon eingangs erwähnt oder angedeutet, wir sind nicht die Ersten, die versuchen, Open Layers mit React zu verbinden in einer Applikation, also in einer React-Applikation oder in einer React-Bibliothek oder einem Framework. Da gibt es schon andere, unter anderem Maps.to, das Boundless SDK oder auch so ein Proof of Concept, wie ich React Geo oder wie ich React mit Open Layers kombinieren kann, von dem Pirmin, der vor 2 Jahren, glaube ich, auf der Phosphor G vorgestellt hat. Und es gibt noch, diese Liste ist nicht vollständig, aber im Prinzip, das war im Prinzip auch so für uns so, wir haben am Anfang überlegt, okay, welche, nehmen wir vielleicht etwas Bestehendes oder machen wir was Eigenes, welche Komponenten oder welche Haupt-UI-Komponenten-Bibliothek nehmen wir. Es gibt da diverse, es gibt Angular, Vue.js und auch React. Und im Prinzip bei React haben wir so gemerkt, okay, da gibt es schon viele hochkarätige Komponenten bzw. hochkarätige Firmen, Communities, die damit arbeiten, haben gedacht, okay, das wäre für uns vielleicht auch gar nicht so schlecht. React Geo ist auf GitHub verfügbar. Sie können sich den Source Code angucken. Wir sind auch sehr, sehr offen für Beteiligung ihrerseits, Entwicklern, aber auch für die Dokumentation etc. Das Projekt ist verfügbar oder veröffentlicht über NPM. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, wenn Sie dieses Projekt benutzen wollen, eine Applikation, JavaScript-Applikation, die zum Beispiel, also die schon sich im Node-Umfeld tummelt, ist das relativ einfach. Sie können einfach, wie Sie das kennen, npm install und dann den entsprechenden Namen angeben, @terrestris React Geo, und schon haben Sie im Prinzip die Bibliothek in Ihrer Applikation verfügbar und können dann über zum Beispiel ECMAScript 6 Import-Syntax, wie hier unten gezeigt,
also Import, und das sind jetzt einfach ist eine kleinere Auswahl von Komponenten, die ReactU bietet, zum Beispiel ein Digitize-Button und so weiter und so fort, importieren könnt ihr dann in ihren entsprechenden Klassen, in ihrer Applikation nutzen. Ja, und zunächst vielleicht noch ein paar nicht funktionale Eigenschaften, die ReactGeo auszeichnen. Das ECMAScript 6 Module sind das, also die neueste Art und Weise letztlich, wie man JavaScript schreibt, sprich kompatibel zu all den anderen schönen Online- JavaScript-Komponenten, die Sie sonst wo beziehen können. Ist komplett getestet mit Jest, das ist ein Testing-Framework, welches in dieser React-Welt sehr beliebt ist, ist auch klasse, sehr schnell. Wir empfehlen für die, wenn Sie ReactGeo verwenden wollen, dass Sie ein Projekt aufsetzen, in dem Sie Webpack und Babel verwenden. Babel übersetzt letztlich diesen modernen Code in etwas älteren Code, der aber dann auf allen Browsern läuft, und Webpack sorgt dafür, dass Sie statt den vielen Eingangsmodulen am Ende nur ein oder letztlich aktuell sogar mehrere Dateien zurückbekommen, 2, 3, so gesplittet, dass es halt am performantesten ist. Wir haben mehr als 450 Tests, eine Code-Coverage von derzeit etwa von 86%, sprich das Projekt ist auf einem ganz guten, so nicht funktionalen Zustand, wie ich finde. Und wir haben seit September, wie gesagt, etwa 40 Releases gemacht, ne, darunter steht es dann nochmal ausgeschrieben. Also wir haben ziemlich schnelle Entwicklungszyklen. Einer der Gründe auch, warum wir auf so eine Art Rewrite gesetzt haben, ist einfach, damit wir die volle Hoheit haben am Anfang, um uns da völlig frei zu tummeln. Und auch wenn ich jetzt dem Fazit ein bisschen was vorwegnehme, ob das immer so bleiben wird, wage ich zu bezweifeln. Ich denke, dass wir da durchaus noch mehr an gegenseitiger Befruchtung machen sollten zwischen den einzelnen Bibliotheken. Okay, wir nennen mal ganz kurz ein paar Komponenten, die es so gibt. Wie gesagt, Komponenten sind das aller absolut Wichtigste, was wir bereitstellen. Wir haben noch ein bisschen was anderes, aber Komponenten sind das Wichtigste. Es gibt eine Map-Component, da können Sie Karten mitmachen, sprich, dann verhalten sich OpenLayers-Karten in diesem React-Umfeld so, wie Sie das möchten. Wir haben Themenbäume, um halt letztlich die Elemente einer Karte, also die Themen einer Karte anzuzeigen, dort deren Sichtbarkeit zu ändern oder die Zeichnungsreihenfolge mit Drag and Drop. Optional kann man dort einen Layer Transparency Slider reinnehmen oder eine Legende, und da wird auch genau das klar, was ich am Anfang ausgedrückt habe mit Komponenten. Das sind halt einzelne Komponenten, und weil sie aber in der korrekten Art und Weise geschrieben sind, kann man die einfach dort reinnehmen, diese Legend-Komponente letztlich, und dann erscheint sie und weiß direkt, aha, ich gehöre zu diesem oder jenen Layer, und alles ist wunderschön. Wir haben eine generische Nominatim-Suche drin, wir haben zum Zeichnen und zum Messen Tools, also wir können, also Redlining oder sowas kann man beispielsweise schon ganz gut damit umsetzen, und wir haben noch viel, viel mehr. Wir können nicht alles aufzählen, aber wir haben ja ein paar Links eingepackt. Wir haben übrigens auch zu jeder, das hätte ich noch vielleicht hier sagen können, wir haben zu jeder unserer Komponente ein Beispiel. Das heißt, das ist ein ähnlicher Anspruch, den eigentlich auch OpenLayers erhebt. Wir wissen, wie Menschen eigentlich so Sachen lernen. Die lesen einerseits die API-Docs und den Quellcode, das ist gut, aber viele von uns möchten gerne eigentlich ein Beispiel haben und sehen, wie funktioniert das. Dann markiert man sich da 3, 4 Zeilen, kopiert ihn sein eigenes Projekt. Das haben wir für jede einzelne Komponente, die wir haben. Neben den Komponenten, die der absolute Schwerpunkt sind, haben wir ein paar Utilities. Das heißt, wir haben Utilities für Animationen, also um Features auf der Karte zu bewegen oder aber dort erscheinen zu lassen. Wir haben Utilities, um mit Features selber zu arbeiten, also um Feature zu darzustellen, abzufragen letztlich, also was sind die Eigenschaften von so einem Feature. Wir interagieren mit OGC-Diensten sehr viel, weil wir an Standards glauben. Dazu verwenden wir JSONIX, wird da rechts genannt, das ist eine andere Bibliothek. Wir unterstützen ebenso ganz viele geometrische Operationen wie Verschneidungen und Intersection und was weiß ich nicht alles. Im Grunde alles das, was TurfJS mitbringt. Und Projektionen unterstützen wir auch alle, genau wie OpenLayers auch, und wir verwenden dort halt Pry4JS. Und wie Sie sehen, haben wir uns eigentlich immer so, wo wir an unsere Grenzen rankommen, also auch wir sind in der Lage, eine Funktion zu schreiben, die zwei Polygone miteinander verschneidet, aber das macht halt keinen Sinn in der neuen Zeit, wo in NPM eigentlich schon Funktionalität bereits in ausreichender Qualität und Güte dort ist. Das heißt, dort, wo es halt Sinn macht, haben wir aufgehört, eigene Sachen zu implementieren, sondern haben halt gesetzt auf existierende, wohlbekannte Projekte, wie jetzt zum Beispiel Turf und Pry4JS. Und das Zusammenspiel ist dank dieser nicht funktionalen Eigenschaften super problemlos. Ich mache das noch. Okay. Ich kann nämlich auch gut noch sagen, was es nicht ist. ReactGeo enthält kein Redux und auch keine eigene i18n. Das haben wir bewusst so gemacht. Also wir denken, dass Redux ist letztlich so eine Art State-Management-Komponente, also so wie halt in React gearbeitet wird mit verschiedenen Zuständen ihrer Applikation. Wir haben hundertprozentige Unterstützung dafür in Applikationen. Also unsere Applikationen verwenden Redux, aber wir haben keine Redux-Komponenten bei uns. Wir haben uns versucht zu fokussieren auf das, was wirklich wichtig ist für uns.
Wir haben auch keine I18N, aber all unsere Strings, die wir irgendwie verwenden, sind Props, also quasi konfigurierbar von außen, und auch dort funktionieren wir wunderbar mit anderen Bibliotheken. Wir sind auch nicht fixiert auf AND. Beispielsweise haben wir ein AG-Grid, das ist eine andere Komponente für sehr komplexe Grids. Das heißt, wer jetzt AND nicht kennt oder AND nicht mag, das ist nachvollziehbar, da kann jeder sich sein eigenes Bild zu machen, der muss das auch nicht zwingend verwenden, sondern kann auch aus der freien NPM-Welt letztlich andere Komponenten nehmen und dort mit uns verheiraten und ja, letztlich wunderschöne Applikationen bauen. Die Beispiele. Genau. Kommen wir jetzt zu ein paar Beispielen. Das hatte Marc gerade schon gesagt, wir haben im Prinzip für jede unserer Komponenten haben wir existierende Beispiele und die sind jetzt auch hier einfach mal live eingebunden. Und das sollte da eigentlich kommen. F5. Vielleicht lade ich mal ganz kurz neu. Müssen wir weiter. Ja, wir laden es mal einmal neu. Vielleicht kein Netz. Ah ja, da kommt was. Also man sieht jetzt eine Karte. Ist erstmal eine ganz klassische Open Layers Karte, ist relativ unspektakulär, die ist jetzt auf irgendein Land zentriert, und was man jetzt hier drunter sieht, sind im Prinzip einfache Layer Trees. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Layer und ich habe darüber eine Layer Group, und wenn ich jetzt entsprechend einen Haken wegnehme, verschwindet auch dieser entsprechende Layer, die Sichtbarkeit in der Karte, und die sind im Prinzip auch aneinander gebunden. Das heißt, wenn ich jetzt auch an irgendwelche anderen Methoden in meiner Applikation nutze, die Sichtbarkeit dieser entsprechenden Karte setzen, wird diese Sichtbarkeit auch dann entsprechend auf diesen Tree übertragen. Es gibt jetzt diverse Möglichkeiten, wie ich diesen Tree konfiguriere. Also ich kann da auch Layergruppen reingeben. Ich kann im Prinzip, und das ist auch wieder so der Ansatz, den wir verfolgen mit den einzelnen Komponenten, das ist jetzt ein relativ einfacher Tree, wie man ihn kennt. Also das ist einfach nur ein Name, der Name des Layers mit einem Checkbox davor. Aber das sind auch wiederum einzelne Komponenten. Das heißt, ich könnte jetzt mit relativ geringem Aufwand, könnte ich mir überlegen, ich möchte statt einer Checkbox, möchte ich im Prinzip einfach nur so ein Augensymbol anzeigen. Und je nachdem, was es für ein State hat, der Layer, könnte ich jetzt sagen, okay, das ist jetzt ein offenes Auge oder ein geschlossenes Auge oder wie auch immer. Oder ich möchte statt dem Layer-Namen, möchte ich tatsächlich da auch wieder eine Subkomponente anzeigen lassen, die mir irgendwelche super Spezialfunktionen bietet, also mit irgendeinem Menü, was dann aufgeht und klick und so weiter. Alles kein Problem. Der Code sieht dann so aus, gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, das können Sie sich gerne mal im Detail anschauen. So wäre das Minimalbeispiel, also ich importiere den Layer Tree von RackGeo, und das wäre jetzt im Prinzip das einfachste Beispiel. Ich gebe einfach nur eine Karte rein, eine Open Layers Map, und der Tree holt sich automatisch aus der Map die entsprechenden Layer, rendert sich entsprechend automatisch und ist auch automatisch mit der Map gesynkt. Aber ich könnte jetzt auch das im Prinzip überschreiben und ich könnte eine Filterfunktion angeben, da gibt es allerhand Sachen, das ist auch alles dokumentiert. Ich habe eine Suche, das läuft immer nominal, Tim. Ja, Blumen, Buhn. So. Ich gebe es entsprechend hier ein und bin auf Bond zentriert. Ist auch relativ, ist jetzt von der Syntax her, wie man das implementiert, relativ ähnlich. Es gibt ein paar Spezialproperties. Wir haben ein Util für Geometries. F5. Wahrscheinlich F5. So. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel, weil das ist nämlich jetzt auch auf dem Codesprint vor der oder parallel zu der Foscis entstanden, dieses Beispiel, diese Komponente. Hintergrund der folgende: Ich habe verschiedene Layer jetzt im Hintergrund hier aktiv in dieser Karte und ich kann jetzt im Grunde mit diesem Slider durch die entsprechenden Layer einfach durchnavigieren und kann im Prinzip die Opazität, die Transparenz, die Sichtbarkeit dieser Layer durch diesen Slider entsprechend ändern. Ist jetzt bei Satellitenbildern mit verschiedenen Kanalkombinationen ein ganz schönes Beispiel. Grids kommen wir auch. Aber es gibt auch komplexere Beispiele, also das waren jetzt im Prinzip die losgelösten Komponenten. Die Beispiele kann man sich auch online anschauen, aber wir haben natürlich auch dieses Projekt oder dieses ReactGeo haben wir auch in Projekten von uns im produktiven Einsatz. Und das wäre jetzt im Prinzip ein Screenshot von einer Anwendung, wie sie aussehen könnte. Und da sieht man jetzt im Prinzip, wie diese Sachen zusammenspielen. Also man sieht jetzt hier, der Tree, den ich gerade gezeigt habe, sieht hier natürlich jetzt ein bisschen anders aus, weil er entsprechend gestylt ist und mit anderen Komponenten verbunden ist. Aber im Grunde ist es nichts anderes. Ich habe hier Möglichkeiten, zum Beispiel Layer zu importieren oder auch mit Drag and Drop einfach reinzuziehen in die Karte. Ich habe hier Layer Previews, hier auch wieder eine Suche. Ich habe verschiedene Draw-Interaktionen, Draw-Buttons, Measure und so weiter und so fort.
das besagte AG-Grid, also noch ein viel, viel komplexeres Grid als das, was uns andere Komponenten bieten. Und jetzt sieht man hier im Prinzip so ein Beispiel, so eine recht komplexe Suche auf wissenschaftlichen Daten. Ja, so könnte dann so ein Ergebnis so einer Suche aussehen. Mobilfähig ist das natürlich auch alles. Und jetzt der Ausblick. Ja, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Was wir machen wollen, ist letztlich, dass wir diese Utility-Klassen eigentlich auslagern wollen in Standalone-NPM-Pakete, dort, wo sie noch mehr Sinn machen, wo sie auch am ehesten noch wiederverwendet werden können von anderen Menschen. Wir brauchen noch eine benutzerfreundlichere API-Doc und auch Beispiele, da hat der Daniel bereits Riesenschritte gemacht. Wir wollen gerne noch mehr Rasteroperationen unterstützen, sprich Pixel-Manipulationen direkt im Client, um sowas wie Hochwasserkarten beispielsweise dynamisch machen zu können. Natürlich werden wir auf OpenS5 hochziehen. Und eines meiner Lieblingsziele ist, ich möchte mich gerne harmonisieren mit den anderen genannten React-Bibliotheken, weil wir das Rad nicht neu erfinden müssen, sondern im Anfang hatten wir durchaus auch ein Interesse daran, das Rad neu zu erfinden, weil wir über Räder erfinden. Also wir wollten auch was über React lernen, das kann man am besten, wenn man was erzeugt. Aber jetzt sind wir, glaube ich, in einem Zustand, wo wir gut über React Bescheid wissen und ich glaube, wir sollten uns da harmonisieren. Damit danken wir und hoffen, Sie haben noch ein paar Fragen oder Anmerkungen. Vielen Dank. Dankeschön.